Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin, so, Feelings-Time ist wieder angesagt. Pass auf, ich war im Baumarkt heute. Ey, habt ihr das auch, wenn ihr im Baumarkt seid? Dann sind da Opas, die haben dann einen Wagen oder ein Körbchen oder irgendwas und man sieht schon, man kennt die gar nicht persönlich, aber anhand dessen, was die einpacken in ihr Körbchen, weißt du schon, Opa, du baust richtig Scheiße. Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das wird richtig kacke, was du jetzt da angehst. Dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Und ich würde euch jetzt bitten, ich hab's heute auch gemacht, geht zu den Senioren hin, nehmt den und schlagt den die Sachen aus der Hand, diese kurz bevor sie den Körbchen packen, aus der Hand schlagen. Jetzt krallen die sich fest an das Material. Ich hab das vorhin auch gehabt. Ihr müsst am Handgelenk die richtig drücken und dann gegen Regal schlagen oder irgendwas. Das muss alles losgelassen werden. Ich hab mal im Fernsehen so eine Doku gesehen, da war ein Affe vor einer Glaskiste und das war alles voll mit Nüssen. So, und da war ein Loch drin, da ist er mit der offenen Hand ist der Affe durchgekommen. Jetzt hat er nach den Nüssen gegriffen, hatte die Faust voll mit Nüssen und ist nicht mehr aus diesem Loch rausgekommen und er hat's nicht losgelassen. Wenn du jetzt einen Opa, sagen wir mal 65 Jahre alt, vor so eine Glaskiste setzt mit Schrauben drin, dann greift der Opa auch durch und er wird auch, du kannst ein halbes Jahr später kommen, da ist ein Skelett vor dieser Glaskiste, wie man sieht, dass das Skelett hat aber noch Schrauben in der Hand. Es ist, also, geh zu den Senioren hin, schlag denen das aus der Hand und sag dann vorab aber, ich komme in guter Absicht. Ist jetzt nicht so, wie sie denken, weil der Opa, er wird Fragen stellen, er wird irgendwie fragen, was soll denn das jetzt hier? Und dann sagst du, ich helfe ihnen. Ich möchte ihnen dabei helfen, dass sie nicht richtig Scheiße bauen in ihrem Garten oder weiß ich wo. Pergola ist auch so ein... Wer hat die Pergola erfunden? Peter Pergola oder was? Peter Pergola, 3,8 im Turm, hat da irgendwie 12 Dachlatten zusammengeschraubt mit diesen scheiß Edelstahlwinkeln. Und dann hat er das, wie nennen wir das jetzt? Ah, ich gehe nochmal vorne an Schild gucken, wie heiß ich Pergola und dann nennen wir das Pergola. What the fuck ist eine Pergola? Was soll Pergola? War ich auch im Bauhaus, war einer auch ein Opa. Natürlich ein Opa. Hat sich Kanthölzer zurechtschneiden lassen für eine Pergola. Pass auf, 10 mal 10 Zentimeter für eine Pergola hat der, ich glaube, 40 Kanthölzer. Ich hab wirklich, ungelogen, ich hab ihn gefragt, machen Sie eine Steppschule für Elefanten auf oder was? Warum? Und dann immer mit dem Wellblech drüber. Wellblech denn auf die Pergola, weil dann wird man nicht nass, weil man ja, wenn es regnet, in Stürmen 8 Stunden lang im Garten unter so eine scheiß Pergola sitzt oder was. Fick die Pergola, echt ey, deine Mutter ist eine Pergola. Früher aus Asbest, weil Opa das billiger gekriegt hat, weißt du? Haben Sie, Herr Müller, haben Sie Interesse an 4 Tonnen Wellblechdach aus Asbest? Ja, na klar. Wegschmeißen kann man immer noch. Und dann hat Opa das dann verarbeitet. Jetzt ist es ja aus Plastik, durchsichtig, damit man, wenn es denn regnet in Strömen, ja, wenn man unter seiner Pergola, wo man auch Fundamente, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ey, es werden Fundamente gesetzt für einen Meter tief, mal einen Meter. Ich hatte das auch, als ich mein Haus gekauft habe, war auf. Was war da in der Mitte? Eine Pergola natürlich, auf so 80er Jahre, so Ziegel, rote Ziegel. Nicht die 100 Jahre alten geilen, sondern die 80er Jahre, wo du denkst, Alter, so, das Bad, komm, wir reden noch über das Bad, was ich vorgefunden habe. Als ich das Haus angeguckt habe, bin ich in das Bad reingegangen. Und das muss 80er Jahre, also Dallas muss auf dem Höhepunkt gewesen sein. Man hatte einen Tritt, man hatte eine Stufe, um in die Wanne zu kommen. Es war ein Bad, 20 Quadratmeter groß, alles weiße Kachel. Ich dachte, eigentlich ist ein Schlachtraum. Weißt du, dass man die Schweine dann über die Stufe in die Wanne, um dann den Genickschuss zu setzen? Nein, das war einfach der letzte Schrei, dass man so eine Stufe hatte, bevor man in die Wanne gegangen ist. Jetzt frage ich mich gerade, wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Nee, auch die Pergola hatte, ich habe dann gedacht, okay, ich packe die Steine weg, so, weil du nimmst ja Sand, ne? Du nimmst Kies, da gehst du mit der Schüttel hier, mit der Schütteldings hier, wie heißt das, Schüttelplatte. Mit der Schüttelplatte gehst du rüber, um das schön zu verdichten, darauf packst du den Sand, Kies, der wird nochmal verdichtet, verrüttelt irgendwie und darauf kannst du die Steine dann setzen und dann gehst du nochmal mit Sand in die Ritzen und dann durch Regen und so verfestigt sich das. Also die haben ein Fundament gebaut, es war 60 Zentimeter tief und 4 Meter breit. Ich habe 2 Gärtner damals, hatte ich noch Gärtner gehabt,
zwei Gärtner gebraucht, die an einem Tag zu zweit mit hier Presslufthammer, zwei Presslufthammer, 10 Stunden dieses Fundament da, da hättest du ein Hochhaus drauf bauen können. Also, wie gesagt, macht bitte, geht jetzt mal alle in den Baumarkt und haut den Senioren die Materialien aus der Hände. Wenn er aufmucken sollte, der Opa, einfach ein bisschen schubsen. Nicht doll schubsen, 2 Meter von dir wegschubsen und dann, ich würde mal sagen, schnellen Schrittes den Baumarkt verlassen und dann nach Hause gehen und die Adresse des Baumarktes aufschreiben und die Überschrift lautet dann Baumärkte, die ich in den nächsten 2 Jahren erstmal nicht mehr besuchen werde. Aber ist egal, Berlin ist voll mit Baumärkten, Deutschland ist voll mit Baumärkten, könnt ihr hingehen, wo ihr wollt. So, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, deswegen. Aber jetzt genug aufgeregt. Peter Pergola eröffnet jetzt Feelings. Die Folge heute und die davor und die zukünftigen, wo ich immer nicht weiß, wer als Gast jetzt reinkommt. Ein Tischler wäre jetzt geil. Jetzt wäre wirklich ein Tischler, der Landschaftsgartenbau gelernt hat. Der wäre geil. Und irgendwann mal einen Baumarkt geleitet hätte. Das wäre jetzt. Jetzt zeigt mal, was er könnt. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben. Kein gar nix. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. Kurz von mir zwischen den Zähnen, ey. Heute stimmt alles. Nein! Hi! Parshad! Hi! Ach, mach doch mal das Gedudel aus. Das ist ja geil. Wo kommst du denn her? Aus Frankfurt. Hast du heute Schulfrei gehabt oder was? Hast du keine Schule heute gehabt? Sag mal, denkst du ernsthaft, ich bin so ein Baby oder so jung? Wie alt bist du denn? Was glaubst du, wie alt ich bin? Naja, 25. Korrekt. Ist so? Ja. Woher wusste ich denn jetzt? Aber es ist jetzt für dich so Schulalter. Du bist für mich ein kleiner Pubi. Weißt du? Pubi? Ein Pupi. Was ist denn ein Pupi? Ein Puper, ein kleiner Hosenscheißer. So niedlich ausgedrückt, danke. Weißt du, so ein Pupi. Also, sich, also oh, ein, süß. Auf den man aufpassen muss, so, okay. Achtung, Parshad, da kommt jetzt eine Straße. Echt jetzt? Renn noch nicht rüber. Woran so. Liegt es? Ich dachte, ich bin so, rauch ich nicht bin so. Viel rauchst du? Ich habe aufgehört. Nein, mit 25 hast du schon geraucht. Ich habe aggressiv geraucht mit 18. Und was jetzt, Crack oder? Nee, jetzt nicht Crack, aber... Tabak? Ich habe angefangen mit Marlboro Gold und dann halt in der Radiobranche, ne, damals, als ich meinen Radiojob hatte, halt wirklich aggressiv geraucht, ne, mit Kaffee gemischt und Red Bull gemischt und Ibuprofen geil. Gemischt und dann kam die Darmspiegelung. Ne Morningshow? Bitte? War das eine Morningshow? Ja, Morningshow als Redaktionsassistenz. Nein, ne? So um 3 Uhr aufstehen oder ja, 4.30 Uhr. Bist du um 5 Uhr morgens auf der aggressiven Autobahn, auf der A3. Oh nee. Musste klarkommen. Und dann habe ich halt geraucht ohne Ende. Da kam die Darmspiegelung. Hat der Arzt gesagt gehabt, ey, dein Magen... Eine Darmspiegelung? Warum hast du eine Darmspiegelung gemacht? Weil ich übertriebene Magenprobleme hatte. Mit dem Rauchen, mit Ibuprofen, mit Koffeingetränken, mit Kaffee. Und dann kam der Oberarzt... Mit 25? Mit 20 hatte ich extreme Magen-Darm-Probleme. Scheiße. Und dann kam der Oberarzt rein und meinte, ey, Frau Esmaili, ihr Magen sieht aus wie ein Sieb. Ach du Scheiße. Ich so, okay. Und dann musste ich aufhören. Aber dann hast du so einen empfindlichen Magen, oder? Mhm. Ich habe ja auch alles mir reingeballert, was der Markt hergibt. Ich trinke ja heute noch Cola und Kaffee und so. Ja, das hab ist dann halt auch immer Angst, dass ich deinen Magen bekomme. Es geht schnell. Es geht super schnell. Vor allem durch diese Cola-Zero-Sucht, die ich hatte, ne? Ja. Boah. Ich habe, glaube ich, 5 Jahre lang. Ich will gar nicht ausrechnen, wie viele Liter das waren am Ende. Das ist ja nicht normal. Also wirklich, also bist ganz, du denn 25, aber hast den Körper einer 70-Jährigen oder was? Ja, unfassbar viele kannst Allergien und Krankheiten. Ja, das kann ich. Kannst du? Das kann ich. Auch, also kannst du auch ein bisschen schneller laufen? Ja, das sagen wir mal geht. Rennen auch? Aber halt wenn ich der fest, Bus kommt, halt dass ich du dann fest, sagen kannst... Ich hab gerade Sportverbot. Nein. Weil ich habe eine Schweißallergie. Eine Schweißallergie? Das glaubt mir keiner. Doch, das, also ich hab mal, ich weiß, dass man sich, ist das Hyaluron auch? Nee, Botox, man kann sich Botox in die Schweiß, wie heißen die, in die Achseln, in die Schweißdrüsen spritzen und dann spritzt du nicht mehr. Genau, bei mir ist es nur so, ich habe halt chronische Neurodermitis ja. Und ich reagiere auf alles, was flüssig ist, auch Wasser. Krass. Und dadurch hat sich so eine Wasserallergie, guck mal, ich habe hier...
zum Beispiel siehst du hier die ganzen Wunden an meinen Händen. Ja, okay, du hast. Es kommt vom Händewaschen oder ich habe auch am Hals ganz viel. Ja. Und deswegen darf ich halt auch im Sommer, auch wegen der Sonnenallergie, gar nicht raus. Also sagen wir so, ich bin ein extrem fröhliches Kind dieser Welt, ja, aber ich habe einfach nicht den richtigen Körper dafür. Ist ja wohl krass. Gar nicht, gar nicht. Also ich kann im Sommer nicht raus. Ich kann nicht ins Freibad. Gar nicht? Also nicht vor die Tür oder mit einem Regenschirm, also mit Sonnenschirm. Ich war ganz kurz in der Sonne und guck mal, was für eine Wunde ich hier habe. Ich habe einen richtig harten Riss bekommen gestern, weil ich einfach nur Auto gefahren bin. Scheiße. Tagsüber. Und ich sperre mich zu Hause ein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nächsten Monat fliege ich in die Türkei nach Didim. Ja. Und da ist ja Salzwasser, da ist ja Meer. Ja. Und da ist ja auch die Salzluft. Und das ist das Komische daran, ich bin einfach dann gesund, habe eine glatte Haut für 3 Monate und werde sogar auch braun. Vielleicht hast du auch eine Deutschlandallergie. Dein Körper reagiert. Will ich jetzt nicht so sagen, aber negativ auf Deutschland vielleicht. Weiß ich nicht. Also sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du in der Türkei warst. Und wenn aber du dann Bilder postest, Pascha den ganzen Tag irgendwie am Strand. Ja, ich bin einfach, also wirklich, gib mir 8 Tage am Meer. Ja. Aber halt wirklich da drüben und ich habe 3 Monate nichts. Krass. Ich wusste das nicht. Ja, das. Wir kennen uns ja auch. Sollen wir mal sagen, woher wir uns kennen überhaupt? Gerne. Wir kennen uns aus Frankfurt. Du warst bei meinem Auftritt gewesen. Ja. So. Aber ich kenne dich schon seit Ewigkeiten. Und wir sind ja befreundet bei Insta. Genau. Was da jetzt nicht viel zu heißen hat, weil jeder ist ja mit jedem irgendwie befreundet. Genau, genau. Und dann, aber ich finde dich sehr lustig. Danke. Also ich finde dich lustig und als du denn bei mir warst in Frankfurt, als wir danach noch essen waren, Inisa Amani war auch dabei, habe ich so gesehen, du bist von dir aus auch lustig. Oh, das ist eine große also, Ehre. Weißt du bist jetzt nicht so konstruiert. Es gibt so viele Leute, wo ich dann denke, wenn ich die privat kennenlerne, dann denke ich immer so, naja, wollen wir mal sehen. Weißt du, so. Ja. Furztrocken irgendwie, weißt du, so überhaupt nicht lustig, gibt's dann auf und man denkt, okay, naja, du bist halt so ein Bühnenlustiger. Weißt ich bin du? Halt, also du es kannst ist, du auf weißt der Bühne nicht, oder im Fernsehen lustig sein. Ehre das ist, weil ich habe eigentlich versprochen gehabt, Pascha, wenn du jetzt hier sitzt, wirkt nicht so als Fan. Ja. Aber ich bin halt Nein, Fan. Das möchten wir auch nicht. Nee, das dann möchten wir nicht. Dann hören wir auf, ja, dann nee. Brechen wir ab. Aber nee, ist eine große Ehre für mich, weil du warst, als ich klein war und ich dich im Fernsehen gesehen habe, war immer so für mich als Kind so, ach, da ist der lustige Mann. Das ist ja lustige, du bist komische ja Kauz. Schon Ewigkeiten. Aber wann mit warst dabei? Du, also Kind, welches Alter? Ich glaube, ich habe dich das erste Mal so richtig realisiert mit 12, 13. 12? Ja. Krass, was man alles anrichtet, war, das weiß ich ja nicht. Und ich bin einfach dann so vorbeigelaufen, habe so gesehen, wie meine Familie entweder was von dir gesehen hat. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, was es war und worum es ging, aber es war so, ach, der lustige Mann. Also ich wusste, ach, das ist doch der lustige Mann. Das ist der lustige Mann. Und dann wurde ich irgendwann älter und dann habe ich... Knut Knödel oder wie er heißt, ich weiß es nicht. Aber öfter gesehen und ich war so, ey, kann man nur feiern. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und für mich sehr geehrt, heute hier zu sitzen. Okay, ich hör auf. Ja, hör auf, sonst brechen wir ab. Kein Fangetum hier. Sorry. Nimm doch hier so Schokolade, das ist doch dein Alter. Wir haben so eine Pfeifenflöte da auch. Aber ich will nicht so ein Pupsi sein. Ich wollte noch nie ein Pupsi. Pupi ist, nein, ich habe ja Kinder, meine Kinder sind auch Pupis. Die sind, wenn die 60 sind, weg noch sagen, jetzt, ach, der Pupi. Mache ich jetzt den Eindruck, dass ich beschützt werden muss? Ist das nein, so, das nicht, aber... Ich komme aus Frankfurt. Ich weiß, Offenbach sogar, wa? Ich habe in Offenbach gelebt 2,5 Jahre, das war hart. Da bin ich mal aufgetreten im Kapitol. Oh, wie war's? Ja, geil. Ich bin ja aus Neukölln hier, also das frühere Neukölln. Das heutige Neukölln kann man sich nicht mehr leisten. Ah, also hast du auch so dieses, wir wissen, was draußen auf der Welt eigentlich abgeht. Ja, klar. Ich weiß nicht wann, googelt mal nach. Der Spiegel hat getitelt Endstation Neukölln. Das war, ich glaube, 94. Da haben die dann so eine Blutlache auf der Straße gezeigt. Das war das Bild. Und im Endeffekt war ein Fleischer, der einfach... Blut aus der Fleischerei irgendwie auf den Bürgersteig gekippt habe. Also das war damals schon nicht so... 97 war da bin ich geboren, 97. Nein. Krass. Ach du Scheiße, Du hast ja nichts erlebt, noch nichts mit deinen 25. Naja doch, ich habe schon einiges erlebt, also vor allem auch in der Zeit, in der ich jetzt in Offenbach gelebt habe. Ne? Ja. Also ich war um 14 Uhr in der Schießerei verwickelt. Es war halt so, okay... So, hi. Also beteiligt passiert. Gewesen, aktiv also ich, nee, nee, oder was? Ich war, hast ich du da rumgeballert, nein, weil Korrektur, irgendwie war deine Schule schief lief? Nein, das ist nett, aber ich stand an der Ampel, es war richtig witzig, ich stand an der roten Ampel ganz vorne. Schießereien sind oft witzig. Nein, also. Das ist nett. Die Aktion, die ich machen wollte, wäre witzig gewesen. Ich stand da und da war halt hinter mir voll das Chaos los, weil die Polizei auf einmal aus dem Nix kam und das Auto hinter mir
angehalten hat, richtig aggressiv geschrien hat, aussteigen, aussteigen. Und dann hat der Fahrer hinter mir eine Waffe gezückt und dann haben die Polizisten auf einmal eine Waffe gezückt und dann wurde es halt nicht grün. Und die Autos haben gehupt, von wegen so, also zu mir so, fahr doch weiter. Ich war so, ich möchte vor den Bullen jetzt nicht über Rot fahren. Ich war halt verwirrt in meiner Schocksituation. Die hat mich erschossen vielleicht. Ja, nee, das, also keine Ahnung. Ich war gesagt, ey, verwirrt. Da ist ja die größere Straftat. Schießen. Ja, ich war so, ich wollte einfach immer noch korrekt bleiben, obwohl hinter mir gerade alles untergeht. Und die Autos hinter mir, die Leute haben aus dem Fenster geschrien, fahr doch weiter. Ich so, nee, ich warte, bis das grün ist. Ich du war musst extrem wirklich dringend verwirrt. In die Türkei. Du musst mal raus aus Deutschland. Ich war einfach wenn wirklich viel zu korrekt bei einer Schießerei. Wirklich viel zu korrekt. Stell dir mal vor, du bist auf einer Landstraße. Ja. Keiner ist da. 4 Uhr nachts und da ist eine Ampel. Würdest du warten, bis es grün wird? Ich warte. Ja? Ja. Ich habe Angst. Ich bin schon mal über Rot gefahren, deswegen. Aber auf einer Landstraße, ja, wo die Dörfer schon gar du nicht mehr bewohnt sind. Du weißt doch nie, was abgeht. Die nächste weißt... Stadt ist 400 Kilometer entfernt und da ist jetzt Rot. Die Straße ist 1,20 Meter breit. Nee, ich warte. Ich bin einmal über Rot gefahren, da habe ich gerade meinen Führerschein gehabt. Was ist denn mit der Jugend los? Ich habe einen Anschiss von meiner Mutter kassiert. Ja? Das sitzt mir immer noch hier hinten am Hinterkopf. Ich werde es niemals vergessen, wie sie mit einem ernsten Ton gesagt hat, du kommst jetzt nach Hause. Und es ist viel schlimmer als Geschreie. Also für mich ist es der schlimmere Anschiss, wenn es so ruhig ist. Weißt du? Ja, oder wenn der Name im Ganzen ausgesprochen wird. Und meine Mutter Alexander, spricht dann ist. Und dann meine Mutter sagt ja nicht Parshat, wenn sie sauer ist, sie sagt Parshat. Das ist so, du kommst jetzt sofort nach Hause. Ja. Ich habe mein Shisha-Bar-Date abgesagt und bin mit dem Auto direkt nach Hause. Über und jede rote Ampel gefahren. Scheißegal. Mama ist, wenn Mama sagt, ich soll kommen, dann muss sie kommen. Gezittert und seitdem ich fahre, ich habe Angst vor roten Ampeln. Ja. Also nicht wegen meiner Mutter, aber einfach dieses Gefühl von damals wird wieder halt wach. Aber ist tendenziell natürlich auch richtig, eine richtige Entscheidung, an einer roten Ampel anzuhalten. Das aber du machst es nicht bei einer Landstraße jetzt. Also ich habe ja kein Auto. Okay. Also ich würde dann, das wäre ja noch schlimmer, wenn du an der Landstraße, wo das Land nicht belebt ist, wo die nächste Großstadt 400 Kilometer entfernt ist, als Fußgänger denn noch an der Ampel wartest. Nee. Ich würde es aber machen. Ja? Vielleicht bin ich zu korrekt, ich weiß es nicht. Du bist zu korrekt. Naja, bei anderen Sachen bin ich jetzt nicht so korrekt. Also Verkehrsordnung, die Korrektheit kam durch diese Angst so, aber ich baue anderweitig gerne Scheiße. Ja, das musst das du dir auch beibehalten. Spaß. Ist so, wa? Das ist bisschen witzig. Aber und du bist Komikerin oder bist du Comedienne? Ich weiß gar nicht. Sagt man bei euch nicht mehr, war jetzt Komiker? Nee. Ist nicht eure Generation? Nee, also ich weiß nicht, was ich ganz genau bin, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer ein bisschen überall dabei. Ja. Aber ich würde, wenn ich so sagen darf, würde ich sagen, ich bin Entertainerin. Ja, das ist geil. Das fühle ich mehr jetzt mittlerweile als Comedian. Ja. Weil ich meine, ich mache ja echt momentan sehr viel und es ist auch cool. Ja, du bist bei Insta, du bist beim Fernsehen, du bist bei Funk, wa? Oder? Genau, ja. bin krass, bei Funk. Wie ist denn Funk eigentlich? Wo sitzt Funk? Funk sitzt in Mainz, genau. Also schon seit 3 Jahren oder genau, in Zusammenhang mit Funk, diesen YouTube-Kanal. Viele Formate schon gemacht. YouTube viel oder YouTube? Probiert. YouTube. Sagst du YouTube? Nee, ich habe immer die Leute verarscht. Ich habe gesagt, YouTube, so. Weil eigentlich YouTube heißt. Und ich habe dann immer die Leute verarscht, habe gesagt, YouTube. Habe ich gerade YouTube mach gesagt? Mach den Computer an und dann kannst du YouTube angeben. Und jetzt habe ich gehört, dass viele Amis YouTube sagen. Hä? Rapper auch. YouTube. Vielleicht für den Drip oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, weißt weil die du, mich was, ärgern wollen. Weißt du, was Drip ist? Drip? Sagt dir das was? Nee. Drip. Dip kenne ich, so zum Reindippen. Bist du so ein bisschen vertraut so mit der New Wave aus Amerika, die Rapper-Szene so? Nicht so richtig. Kennst du Gunner? Nee. Kennst du Travis Scott? Travis Scott sagt mir was. Ja. Ist das ein Schauspieler? Nee, Rapper. Travis Scott genau, sagt mir was. Genau, was ich dir sagen wollte zu Drip. Ja. Drip ist so, du weißt doch, wenn so, du hast doch bestimmt einige Musikvideos gesehen von ganz vielen Rappern und so. Hast ja gesehen gehabt, die haben so diese harten Klunkerketten an. Ja. Immer so ein meistens, Ferrari im Hintergrund, der beleuchtet Prada, ist. Genau, Prada-Brille. Und wichtig ist auch so bei dieser
Drip-Haltung, dass man Oversize-Klamotten hat meistens oder halt wirklich mit der Mimik fast gar nichts macht. Also wenn du rappst, dann bewegst du halt einfach nur deinen Mund auf, zu, auf, also zu. Also cool, man ist cool. Genau, versuchst halt so wenig zu tanzen wie möglich und hast halt, halt ganz viele Chayas um dich herum. Oder Chayas auch keine Chayas. Chicas oder was? Ja, so Chicas-mäßig. Genau. Chayas? Chayas, okay. Genau. Boah, wir lernen heute richtig was. Diese Drip-Szene ist mein so Publikum ist jetzt, wir sind ja älter, die sind jetzt mit so einem Meißel vor so einer Steintafel und hacken das da rein. Es tut mir echt leid, aber nein, diese Drip-Szene, gerne. Es ist so diese Szene, die ich gerade wirklich am meisten einfach nicht abhaben kann. Weil so Gen Z, das was ich jetzt beobachte zum Beispiel in Frankfurter Clubs, die nehmen sich diese Drip-Haltung voll als Vorbild. Ja. Und dann sind die halt alle so, wir machen auf mysteriös und geheimnisvoll und ich ziehe diese Prada-Brille auch im Club an, wo es stockdunkel ist, damit keiner meine Seele sehen kann und so. Und ich soll geheimnisvoll, mysteriös sein. Und es ist halt wirklich, ich komme damit nicht klar. Ja. Und diese Drip-Wave, die ist ja ausgelöst durch diese Drip-Wave, soweit ich weiß, aus Amerika. Ja. Und es ist auch mittlerweile sind wie da auch... Wie alles, wa? Bei uns ist immer 10 Jahre später keine ist der gleiche Ahnung. Scheiß wie in Amerika. Und wenn du dir jetzt die neuen Songs anhörst von der neuen Drip-Wave, also die jüngeren, also die ganz jungen... Singen die eigentlich noch oder geben die denn nur Töne von sich, weil alles andere uncool es wäre? Es gibt einen Song, den ich so schrecklich finde, der halt im Club aber immer funktioniert und auch bei Festivals und das ist der Song I Just Wanna Rock von, wie heißt der nochmal? Und du musst dir das mal anhören, der singt wirklich im Refrain, das mach ich jetzt mal nach, ha, singst du denn da? I Just Wanna Rock. I Just Wanna, warte eigentlich erstmal... Das war's. Also und dann, also man sagt, Badia, ja. Achso, die sprechen dann auch schnell, weil das ganz also, nicht ist, cool das ist die Lyrics. Shawty wanna body, ja, da, da, hit one, da, 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 da. Und das ist so, was geht ab? Und das ist auch, also das ist auch ein Beat. Ich komme damit nicht klar. Und ich verstehe nicht, warum man im Club dann auch noch dann denken könnte, man könnte mit so einer Hintergrundmusik jemanden klären. Und ist das jetzt, wenn du 25 bist, die jüngere Generation von dir? Ja. Also über welches Alter sprechen wir jetzt? 18. 18, 19, 20. Unterschied. Ja, also das Ding ist, mein Cousin ist 18 Jahre alt. Ja. Und der ist ja auch gerade in dieser Wave drin, in dieser Drip New Wave und auch in dieser Twitch Wave. Und wenn du dir auch Twitch die, ist doch Twitch dieser, ist Streaming-Plattform, genau. Geil, wo ich auch einen Account habe, aber nicht mehr weiß, wo. Echt jetzt? Aber folgt mir. Ja, ich habe, also auch wenn ich weiß, wo war die Zugänge verloren. Aber da siehst du halt auch Streams von den ganz jungen Leuten, wie die halt auf diese New Drip Wave reagieren und die springen rum und schreien und die fühlen das voll. Und ich denke mir, scheiße, Parshad, du bist jetzt... Du bist alt. Scheiße, ja, du bist jetzt alt. Da angekommen, wo du sagst, ey, ich check das alles nimmer. Ich raff's nimmer. Aber ist doch krass, dass das nur 7 Jahre sind. Das ist doch. Ja, ich bin 25 und ich denke mir, ich werde 26, ne? Ja, dieses du wirst Jahr immer noch. Älter, um Gottes Willen, 26 schon. Horror ist es zu akzeptieren, dass du jetzt nicht mehr alles so raffst. Naja, und jetzt stell mal vor, es gibt jetzt Leute, die sind 48. Wie sollen die klarkommen? Frag ich mich auch. Weil ich bin ja noch bei Digi. Das finde ich ja, also ich finde es ja immer noch cool, Digi. Also das Ding ist... Man sagt jetzt Digga wieder. Digga, ja. Digga. Digga, Digi. Aber wir sind doch die Erfinder. Also jetzt hier so ein Jan Delay hat doch vor 30, 40 Jahren damit angefangen, oder? Das ist doch wie einer mir jetzt sagen wollte, in deinem Alter darf man keine Sneaker mehr tragen. Wir sind doch die Generation, die das... Also ich bin jetzt nicht die Generation Joschka Fischer, aber Joschka Fischer war wann? 1985 nach Gründung der Alternativen Liste als erster Abgeordneter. 1985? Ich glaube ja. Da war ich ja noch flüssig. Habe ich ja gar nicht existiert. Ja, du hast ja nicht mit, hast auch den Mauerfall nicht miterlebt. Ja, das auch nicht. Durch Frankfurt ging ja eine Mauer, das weißt du gar nicht, wa? Das ist ja so Verarsche. Nee, das sind Fakten. Das sind Fakten. Aber stimmt, mit 97? Aber okay, du hast nein, den Millennium. Das Millennium hast du. Das Ding ist, guck mal, ich bin so ein Mensch, ich habe zum Beispiel meinen Leuten erzählt, ey Leute, voll geil, ich bin eingeladen bei Feelings. Ja. Was ist das? Ich so, okay, Tamam, ich erkläre es ganz kurz. Ja. Das ist Podcast von Kurt Krömer. Wer ist das? Ich so, oh mein Gott. Horror. Ich war so euer Herz. Und was sagt euch, keine Ahnung, kennt ihr noch Joko und Klaas? Ja, die kennen wir. Mhm. Ah, cool. Kennt ihr Anke Engelke? Ja. Nee. Hä? Krass. Also das Ding ist, ich finde halt, ich mag halt alles. Also ich habe mich immer mit allem beschäftigt. Mit Herz.
So jetzt alte Sachen, neue Sachen. Ja. Ich habe letztens LOL geguckt mit meinem besten Freund zusammen, der übrigens bei einem Baumarkt arbeitet. Und er ist derjenige, der die Leute noch berät, überlegt mal und sagt, das klappt nicht. Ja. Aber die sagen, doch. Doch. Und er sagt, das hat schon immer geklappt. Wollen Sie jetzt Geld verlieren? Und ja. Er ist 23. Wollen ja. Sie jetzt Geld verlieren? Ja. Oder wollen Sie mal auf einen Experten hören? Ja, ja, nee, ich bin ja, ich habe damals das so gemacht und damals und damals. Ja, und das er sagt, haben wir immer das so damals gemacht. Kann er nicht mehr hören. Ja. Im Baumarkt. Vor allem, ich habe immer das Gefühl, dass die machen das alle nur, dass die jetzt im Garten, sagen wir mal, die bauen jetzt eine Pergola und eine Terrasse und dann bauen sich noch einen Pool und dann eine Outdoor-Küche, die dann gemauert wird, weißt du? Hm. Und ich habe immer so das Gefühl, dass die einfach, weiß ich nicht, schlechte Beziehungen führen und da raus wollen. Die müssen beschäftigt sein. Weil ich kann doch nicht 30 Jahre lang im Garten rumwerkeln, weil die Pergola, die ich jetzt aufbaue, ist im nächsten Jahr kaputt. Ich kann wieder von vorne anfangen. Das ja, wirklich, so, das ist eine das Welt. Das ist so ein Bauarbeiter-Hamsterrad, in dem man denn ist. Weißt du, dass du andauernd am Erneuern bist. Gott sei Dank, weil muss ich Holz mich mit sowas beschäftigen. Unbearbeitetes Holz, wenn du das in den Garten legst, irgendwie, das verrottet ja. Also du musst das lasieren, da muss eine Lasur rüber. Glaubst dann musst du, du dir Holz angucken, weil wenn das jetzt Fichte ist oder so, dann verrottet das noch schneller. Wird mich sowas jemals mal wirklich interessieren? Vielleicht krieg dich dazu. Bist du handwerklich begabt? Ich nehme mal null. An, nicht. 0,0. Gar nichts? Null. Auch hier nicht Bohrmaschine, Loch in... Nee. Du hast deine Bohrmaschine zu Hause. Ausgeliehen. Werkt also ein Schraubenzieher. Schlitz oder Kreuz? Keine Ahnung, ist einfach ein Schraubenzieher. Ist also das Ding ist, ich habe mich wirklich, es hat mich noch nie interessiert. Aber wie hast du denn den kennengelernt, den Mann im Baumarkt? Nicht im Baumarkt, wir haben uns kennengelernt über eine Freundin von ach so. Mir, die mir die Haare macht auch. Welcher Baumarkt ist das? Er arbeitet seit 6 Jahren dort. Ja, auch ein guter Markt. Aber wie gesagt, also gestern kam er wieder mit einer richtigen Aggression zu mir. Ja, weil Kunden war wieder so, da waren. Ja. Und war scheiße, so, ich hatte wieder Kontakt. Ich hab Kontakt. Kontakt auf 12 Uhr. Und du merkst so richtig, wenn er vom Baumarkt zurückkommt. Und er sagt dann einfach, ey, ich sag ja. Der sagt, ich muss mal runterkommen, ich kann nicht ja. mehr. Und dann haben wir uns LOL angeschaut. Ja. Und dann aber nach 2 Folgen war der so, ey, ich sag ja. Der sagt, ich will nach Hause, ich muss schlafen. Und er zeigt mir sein Schritt. Wie heißt denn das? Schrittzähler. Ach du Scheiße. 20.000 Schritte in 6 Stunden. Ist das auch Arbeit. So ein alter Mann, so 25 oder? 23. Ach. Aber er ist so richtig verbittert nach so einem Arbeitstag. Der kann immer. Also ich glaube, im Baumarkt zu arbeiten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so cool ist. Ich liebe das. Also wenn, es gibt von vielen, die haben den Traum, die möchten einmal im... bis ich im KDW in Berlin eingeschlossen werden über das Wochenende, dass die nachts da rumlaufen können und sich die Taschen vollpacken können. Da habe ich null Interesse dran. Ja. Aber im Baumarkt. Findest du geil? Über Nacht da eingesperrt zu werden, also nicht raus zu können und dann da alleine durchzuziehen. Das ist der Traum. Das ist der Horror. Das ist der Traum schlechthin. Nee. Bin da raus. Ich würde auch nicht klauen. Ich würde Wagen immer an die Kasse schieben, weißt du, warten bis morgens um 9, bis das Ding aufmacht und dann ab dafür. Ist doch geil. Und das ist so richtig cool für dich. Das ist wie PlayStation. Hast du mal so einen Bagger gesehen? Du hast so 2 Joysticks, links und rechts. Und damit kannst du auf so eine ganz filigrane Art und Weise die Schaufel hochmachen, runter. Du kannst greifen, links, rechts und ja, so. Das ist, ja, aber das ist doch nicht wie eine... bei der PlayStation ohne Ballern hast du mehrere halt. Also ohne Spielmöglichkeiten. Bei einem Bagger ist doch so fest... Du kannst ein Loch machen. Ja, aber warum willst du ein Loch machen? Na ja, stell mal vor, du machst ein Loch, was 6 Meter tief ist. Kennst du, hast du mal gepuzzelt? Das ist cool. Naja, klar. Puzzeln ist geil. Puzzeln liebe ich. Ja. Baggern? Was hat das jetzt mit einem Bagger zu tun? Also einfach ein besseres Hobby. Also wenn draußen ein Tornado ist oder Erdbeben in Berlin, dann puzzle ich vielleicht. Aber ansonsten ist man noch draußen im Garten. Und baggert. Auf dem Bagger. Kostet 10.000 Euro. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Aber jetzt gibt es eine chinesische Firma für 3,5. Gibst du deinem Bagger dann auch einen Namen, oder? Ich weiß nicht. Pupi 2. Ich möchte nicht mit dem Bagger verglichen werden oder assoziiert werden. Stell doch mal vor, du kannst im Garten mit dem Bagger langfahren. Nee, das ist einfach, das weißt ist für du, mich warte, in meiner Welt. Ich hole noch mal Getränke. Ach, hier steht der Bagger, ich nehme den Bagger. Und dann gibst du mir ein Getränk mit dem Bagger. Ja, klar. Das ist doch, also. Ich habe im Fernsehen gesehen, ein Baggerfahrer hat seine Frau an der Wange gekratzt mit dem Bagger. So filigran geht es. Also ich bin geschockt. Wieso?
Wieso hat der das gemacht? Na, weil er es kann. Weißt du? Also, wieso hat deine Scheibe so sein? Wenn jetzt ein Baggerfahrer sagt, darf ich sie mal mit der Schaufel streicheln an der Wange, dann würde ich erstmal sagen, Digi, pass auf, ich hab Angst. So. Weil man ja denkt, wenn da so ein Ding kommt, dann bist du tot. Ja, und er hat damit einfach seine Frau gestreichelt. Ja. Also er ist professioneller Baggerfahrer. Jetzt was ist denn das? Er hat jetzt nicht den Bagger gekauft, um seine Frau zu streicheln, sondern eben der hat mal gezeigt, was er tagsüber so macht. Was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn du morgens aufstehst? Kaffee. Okay, das Zweite? Zigarette. Dritte? Dann denke ich, habe ich Termine. Vierte? Dann stehe ich auf und dusche. Okay, 4, 5 und jetzt 6? Was ich denn denke oder was ich mache? Denke eher. Ja, dann denke ich, scheiße, ich muss dann noch duschen. Okay, dann gehst du duschen. Was denkst du nach der Dusche? Nee, ich denke erstmal, ich könnte duschen gehen, denn als Siebte denke ich, könnte mich auch einsprühen. Okay, und danach, was denkst du dann? Dann denke ich, ach, das ist doch Schweinkram. Geh mal lieber duschen. Und danach? Ja, dann leg duschen und dann werde ich abgeholt. Dann gucke ich aus dem Fenster. Ja. Und dann, also steht entweder ein Auto da oder nicht. Und was denkst du dann? Na, also da stehen immer Autos, die holen mich ab. Und dann steige ich ein und frage, was machen wir heute? Also, und dann sagt der, Ele sagt dann, naja, heute ist Podcast. Und in dieser ganzen Zeit hast du nicht einmal an andere Dinge denken können? Also war es immer nur der Ablauf, an den du gedacht hast? Weil ich frage mich, wie man auf den Gedanken kommt zu googeln. Nach dem Bagger? Naja, da muss ich... Oh komm, also was ist passiert? Und dann, wie bist du dann auf das Video gekommen mit der Frau. Ja, aber jemand, kennst du dich? Das ist ein Rabbit Hole. Das ist ein Rabbit Hole. Du gibst einen Bagger und dann passieren die wundersamsten Sachen. Und dann kommt so ein Video auf YouTube: Woman gets love from her husband. Nee, das war eine Doku, eine Gartenzoop. So, du wirst ja, das ist ja das Geile am Internet. Du gibst sowas ein. Verstehst du? Das sind ja jetzt zwischen uns beiden Parallelwelten. Ja. Du bist ja jetzt auf einem ganz anderen Stern. Weißt du? Unglaublich. Wie schön das Internet sein kann. Dass du dich völlig komplett ohne Drogen komplett abschießen kannst. Wie ist das eigentlich? Lass uns nochmal über Rapper reden. Früher waren die Rapper frauenfeindlich, homophob und so. Das hat sich, wenn ich jetzt so Apache höre, hat sich das komplett geändert, wa? Mhm. Das ist weg. Und keinem fehlt's. Nee, ehrlich zu sein, ich hatte ja damals zu meiner Radiozeit eine eigene Show, die hieß Push, Paschis Urban Shit. Ja. Und da hatte ich auch einige Leute zu Gast bei mir. Und ja, es ist halt, also ich habe mit der Deutschrap-Szene viel zu tun gehabt für eine kurze Zeit. Welcher Sender war das? Jugendradiosender in Hessen. Der heißt so? Nee, der heißt Planet Radio. Planet Radio, genau. Okay. Und... Ich sag mal so, ich habe als Fan die Deutschrap-Szene kennengelernt, mich aber dann einfach distanziert, weil einfach es super anstrengend war, schlimm anstrengend. Und dabei war ich nicht mal wirklich Musikjournalistin, aber es war anstrengend, mit denen zu arbeiten. Ja. Krasse Verspätungen. Junge Vollidioten mit viel Geld. So. Also ja. Teilweise. Manchmal gar kein Respekt vor mir. Ja. Null. Da musste ich immer an Vis-à-vis denken, was sie erzählt hat und bis heute erzählt manchmal. Mhm. Und ich war so, wisst ihr was? Fickt euch alle, ich geh raus. Ja. Ich mach das nicht mehr. Ich lass mich doch nicht so behandeln. Hm. Manchmal sind die gar nicht gekommen. Und dann kriege ich mit, ja, der war feiern. Und dann war ich halt so ultra sauer, weil du gehst halt rein. Ich war 22. Ja. Und ich hatte voll Energie und Elan. Das war vor 3 Jahren, original noch. Und dann gehst du halt da rein in diese Branche und denkst dir da, Digga, also ich habe mir dein ganzes Album angehört. Ich habe mich vorbereitet, eine Lebensgeschichte, alles. Du kommst 3, 4 Stunden zu spät, guckst mir nicht mal in die Augen, gibst mir nicht mal die Hand. Mhm. So, dann ciao, dann gehe ich einfach. Und war denn mit Sonnenbrille voll gekokst bis Oberkante Eichstrich? Oder? Boah, keine Ahnung. Oder also, einfach auch so ein cool Ding, dass ich so, ich gehe extra jetzt in das Radiostudio, um allen zu zeigen, dass ich gar keinen Bock habe. Ja, das war so. Wo ich mir denken würde, dann jeder nach Hause. Ja. Weißt du? Verschwend einfach nicht unsere Zeit. Ja. Ich habe auch Familie, die ich nicht sehe. Und dann ciao. Ja. Ja, und dann habe ich mich von Radio auch allgemein, dann habe ich den Comedy-Preis, Deutschen Comedy-Radio-Preis gewonnen gehabt für Comedy. Und dann war für mich so nächstes Kapitel. Ich möchte jetzt wirklich anderweitig. Und dann hat Enisa mich entdeckt gehabt. Ja. Und seit 4 Jahren fast bin ich, dieses Jahr wären es 4 Jahre genau, bin ich bei ihr unter Vertrag. Ja, geil. Genau, Hammer.
Sie ist so meine Mutti. Abla. Mutti? Nee, nicht Mutti, aber Abla. So was große heißt Schwester. Abla ist Schwester, okay. Genau. Ja. Abla, Hokage. Hokage, ja. Kennst du den Begriff? Nee. Dorfchef von Anime Naruto. Dorfchef? Dorf, genau, so Konoha so ist die, ein Dorf. Die, Anime-Begriff auf jeden die, Fall. Die Oberste. Genau, die der Oberste vom Dorf, ja. Konoha. Ja. Naruto ist ja auch so, ich bin ja auch so Anime-fixiert und so. Und, Anime ist was nochmal? Du brichst mir gerade das Herz. Was? Nee, weil ich muss ja erklären. Anime, kennst du nicht Anime? Anime hat noch nie was von... Cartoons. Genau, so, aber japanisch, nicht Cartoons, so. Aber japanischer... Ich diese weiß gar nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Polizisten da draußen wecken, ja. Anime-Polizisten. Aber ich glaube, man kann sagen, das ist japanischer, nicht Zeichentrick, ja. Aber... Also Manga ist das, was man lesen kann. Das ja. Ist sozusagen das Comic, in Anführungszeichen. Ach so, und der Anime ist nur gezeichnet. Hä? Nee, Anime ist das Bild, Video, genau, der Film. Was? Video? Von Animation oder was? Manga-Animation. Also Manga ist... Das sind die Figuren, die haben so große Augen. Genau, ja, so nicht immer, nicht immer. Also mittlerweile gibt es auch ganz andere Produktionsfirmen, die ja. Ganz anders zeichnen und so. Naja, siehst du, wie ich das weiß. Du dachtest jetzt, ich weiß das nicht. Was ich noch nie damit beschäftigt, ne? Ich find's interessant. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Weiß ich gar nicht. Sau interessant, habe ich auch gerade kurz gefragt. Aber würde ich dir ans Herz legen. Dass ich mir das mal kaufe? Dass du dir das mal anschaust. Dass du dir zum Beispiel mal so was Geniales wie Attack on Titan anschaust. Attack on Titan ist auf Netflix. Nicht mehr leider. Aber schau es dir unbedingt mal an, weil ich glaube, das wird dir gefallen. Attack on Titan. Okay. Das ist wirklich, also das ist wirklich, wirklich genial, was da erschaffen wurde. Mhm. Also und das Witzige ist, dass der Autor, ich glaube, der heißt Isayama, der hat das Dorf, was er da gezeichnet hat bei Attack on Titan, ja. Die Inspiration, weißt du, wo er die hat? Nee. Aus Bayern, Nordreutlingen. Nein. Er hat einfach eine echte deutsche Stadt genommen und da spielt die Story. Und die sieht 1:1 aus wie original Nordreutlingen. Und dort, ich glaube, das ist der Ort. Hat er gelebt in Deutschland? Oder? Nee. Er war begeistert davon, wie das alles so aussieht dort. Er ist mit der Bahn gefahren und die hatten dann. Weiß, keine Ahnung, und ich weiß durch Reutlingen gar nicht. Aber du findest dort jetzt, die Stadt ist jetzt halt super beliebt weltweit. Ja. Touristen aus allen Ländern kommen, schauen sich das an und da sind auch Statuen von den Hauptcharakteren jetzt dort. Und aus überall kommen die Leute und schauen sich das an und denken sich so, krass, wir sind gerade in der Stadt. Was ist deine Lieblingsserie? Oder was ist dein Tipp gerade? One Piece. Was ist das? Auch ein Anime. Wir haben anscheinend einen völlig anderen Rhythmus. One bei, Piece ist gerade... One Piece ist... Logarithmus bei Netflix. Logarithmus, Algorithmus. Habe ich Logarithmus gesagt? Ja. Das ist egal. One Piece ich ist gerade das Ding. Ich habe aber recht, weil das jetzt Logarithmus heißt. Logarithmus. So, tamam. Er hat gesagt Logarithmus, das heißt jetzt Logarithmus. Algorithmus fertig. Wurde umbenannt in Logarithmus. Netflix hat ja jetzt auch gerade bei der letzten Veranstaltung die Live-Action-Serie. Jedes Mal, wenn man hier bei Amazon Music Netflix sagt, wird mir übrigens mit der Hühnerschere den Finger abgeschnitten. Sorry. Aber ist egal, sag ruhig nochmal. Ich habe doch 10. Netflix. Aber... Dingsbums hat den Trailer der Live-Action-Serie jetzt rausgehauen. Am 31. August kommt jetzt die erste Folge von One Piece raus. Und die ganze Welt ist am Diskutieren gerade, wirklich. Es One ist Piece. Krass. One Piece ist einer der absoluten Babos der Anime-Welt. Und diese, ach, wir sind immer noch bei Anime. Genau, ist meine Lieblingsserie. Okay. Hast ja gefragt gehabt. Du hast, läuft bis heute weiter. Du hast so eine Strähne hier, genau. So eine weiße. Genau. Hast du die aktuelle Staffel gesehen von Black Mirror? Nee. Pass auf, nur ganz kurz, weil ich liebe Black Mirror. Da ist eine Frau, die hat so Strähnen. Deswegen erinnert mich das nur gerade, weil du an dieser einen Seite eine Strähne hast. Und die geht zur Arbeit, ist in so einem Betrieb und hat den Auftrag, eine Frau zu kündigen. So. Und die Frau fängt an zu weinen und sagt, ey, ich habe mir eine Wohnung gekauft, ich hab hier Kredite, die am Laufen sind. Und sie sagt halt, geh weg, du musst jetzt weg. So. Aha. Dann läuft die Folge weiter, 5 Minuten, man denkt, ey, wo ist jetzt hier der Twist, dieser Black Mirror-Twist, ne? Mhm. Und jetzt geht sie nach Hause, macht Netflix an, also wird da anders genannt irgendwie, ist mit ihrem Mann auf der Couch und sieht dann ein Bild und sieht eine Frau, die auch diese blonden Strähnen hat, eine Schauspielerin, die sieht aus wie sie und sie ist normal, normale Bürgerin, guckt sich das an und sieht dann in dieser Folge, dass ihr Tag verfilmt worden ist.
Sie guckt sich die Serie an, die Schauspielerin in der Serie mit den Strähnen dann wieder. Und dann hört es typischerweise dann auf, ne? Kündigt einer Frau, aber auf eine eklige Art und Weise. Also ein bisschen so von wegen, ja, bist du selber schuld, hau ab jetzt, weißt du? Ja. Und das ist dann das Ende dann, ne? Nee, das geht dann weiter. Ach so, okay. Dann kommt die, weil, das ist so geil, dann geht die Schauspielerin, die spielt, natürlich auch nach Hause, sitzt neben ihren Mann und guckt sich Netflix an und sieht und dann da auch wieder dann eine Frau mit blonden Strähnen. Ich weiß auch zwei Hollywood-Schauspielerinnen, die da mit gemacht haben. Guck dir Black Mirror an, kriegst eine Macke davon. Du kriegst guck richtig, dir ich liebe bitte Black Mirror, Attack on Titan an. Ja, guck ich mir an. Ja, ich guck mir auch aber Black Mirror. Aber du guckst ja dann heute bitte auch, also muss nicht lange sein, bei Google mal einen Minibagger an. Wie lange geht denn eine? Guck dir einen Minibagger schwöre. Ich guck mir das an, du guckst ja für aber eine Minute. Aber wie lange geht eine Folge Black Mirror? 45 Minuten oder so. Du kriegst bei der Folge wirklich eine Macke, weil alles sich wiederholt. Es ist geil. Das ist richtig geil, doch. Attack on Titan? Der Twist ist eine vor allem Folge das Ende. 25 der Minuten. Ende der Folge ist nochmal ein Twist, wo du denkst, Alter, ich kann nicht mehr. Weißt du was, ich habe halt extrem Angst vor so Storylines, bei denen du immer wieder am Anfang landest. Genau wie bei diesem Black Mirror-Ding. Ja. Das macht mich kaputt. Das ist eine große Angst, die ich hab, wirklich. Also so eine war früher, als ich gekifft habe noch irgendwie, habe ich mich mal aufgehangen. Da hatte ich auch sowas, dass sich das ständig wiederholt. Das war ein Horrortrip gewesen, wo ich dachte, ich bin nicht mehr kiffen. Viel gekifft damals? Ich habe viel gekifft und habe dann aber gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Bei mir auch. Ich habe eine Sache erlebt in meinem ist Leben. Ist bei Depressiven, halt, wenn du Depressionen hast und kiffst, nicht gut. Hm. Überhaupt nicht gut. So, weil du neigst halt zu Panikattacken oder zu Horrortrips. Ich habe eine Story, das wirst du mir niemals glauben. Das war so, das war wirklich geisteskrank. Spreche. Ich habe mir voll gegeben, das war nach dem Abi, so dieses eine Jahr, wo du so lost bist, ne? Keine Ahnung, was jetzt abgeht und so. Ich habe mir da wirklich was reingepfiffen mit meinen Mädels. Wir saßen auf dem Autodach und ich habe nur noch schwarz vor Augen gesehen und bin dann mit dem Kopf durch das Autodach ins Auto reingefallen. Scheiße. Und ab da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Es gibt nur noch einzelne Szenen. Warst du bewusstlos? Schlimmer. Die Mädels haben mir dann erzählt am nächsten Tag, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, was passiert ist. Meine Augen haben sich nach hinten gerollt. Ich habe, glaube ich, die Mädels meinten, ich habe 3 Stunden am Stück gezittert. Ich hatte auch Ultramuskelkater. Ich hatte eine Krampfattacke, Panikattacke. Und ich habe die ganze Zeit nach Hilfe geschrien und irgendwas von Spinnenbeinen auf meinen Augen erzählt. Mhm. Anscheinend habe ich Spinnenbeine gesehen vor den Augen. Ja. Aber das Ding ist, es war ja halt auch ultra komisch, weil ich habe zu der Zeit damals viel geraucht gehabt. Ja. Keine Sorge, meine Mutter weiß von allem. Ich habe sehr, sehr viel geraucht gehabt, weil ich so übel Angst vor der Zukunft hatte und einfach chillen wollte und alles vergessen wollte. So typische Gen-Z-Ängste. Und ich wach auf, also ich komme wieder klar. Ich glaube, ich bin aufgewacht. Ich habe einen Hörer an meinem rechten Ohr. Bin auf einmal auf der Couch bei meiner Mutter. Meine Mutter besorgt, sagt so, ey, du musst jetzt reden. Ich so, wer ist am Telefon? Ja, der Notdienst. Und dann haben die mit mir geredet, meinten so, ja, wir schicken jetzt keinen Krankenwagen, weil sie kann ja reden. Ich war so, bitte, können Sie mir helfen? Mhm. Und die sind nicht gekommen. Und meine Mutter hat mich gepackt und mich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und jetzt kommt das Kranke. Ich kann mich wieder an nichts mehr erinnern. Bis zu einer Situation. Oh Gott, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich stand im Bad vom Krankenhaus, blinzel einmal, blinzel nochmal, mach die Augen auf und sehe mich selbst. Mhm. Wie ich mich selbst im Spiegel anschaue und meine Mutter ist hinter mir. Boah. Und dieser Moment, der ging einfach nicht vorbei. Das waren locker, also für mich hat es sich angefühlt wie 5 Stunden, 6 Stunden. Mhm. Und ich habe auch so um mich geguckt und war so wie festgefangen an der Tür. Ich stand an der Tür und konnte mich nicht bewegen und auch meinen Mund nicht öffnen, weil ich wollte schreien und sagen, Mama, ich bin hier. Boah. Mama, ich bin hier. Ich konnte nicht. Und ich stand da und wie wollte dieser irgendwas Traum, machen. Wenn man auf der Stelle tritt und nicht wegrennen kann. Ja, und dann habe ich halt auch gegoogelt gehabt danach und auch mit einer Therapeutin drüber gesprochen gehabt. Das war anscheinend so eine Psychose, die ich hatte. Mhm. Und anscheinend war Körper und Seele, wenn man es jetzt so sagen will, keine Ahnung, ob ich an sowas glauben soll, aber ich habe es halt erlebt, war getrennt. Mhm. Und ich weiß nur noch, dass ich irgendwann so müde gewesen bin, dass ich dann an der Tür dann einfach umgefallen bin und dann zack, war ich wieder da. Boah. Dann lag ich aber auf einmal auf der Liege und
der Arzt hat mich angeschaut und in meine Augen geschaut und meine Mutter saß neben mir, hat geweint, weil ich kam dann wieder endlich klar. Aber was, und das Krasse ist, die vom Notdienst haben 0,0 gecheckt, dass ich übel high war. Die haben Blut von mir bekommen, Urin von mir bekommen, alles. Die Diagnose war einfach Magen-Darm-Probleme. Ich so, Digga, was geht ab? Wir haben 5 Uhr morgens und dann hatte ich halt einen schönen kurzen Trip danach, weil dann war ich angenehm high. Du musst ja die Drogen, hast du ja noch im Blut nachweisen können bestimmt. Nö, haben die einfach nicht herausgefunden. Und das Krasse ist, ich habe dann am nächsten Tag arbeiten müssen in der Tennishütte, in der Gastro. Habe dann gekellnert und da hatte jemand auf dem Tennisplatz auf einmal einen Herzinfarkt. Und dem geht's gut, Gott sei Dank. Und er war dann auf dem Tennisplatz und hat gezittert. Und was passiert? Ich fange auch an zu zittern. Ja, ich hatte dann halt so eine Nachwirkung, weißt du? Ich habe gezittert, ich musste ganz schnell nach hinten, habe mich dann beruhigt, mich hingesetzt und habe mich ausgezittert. Und ich habe dann auch seitdem nie wieder eine Kifferphase gehabt. Nie wieder. Das hat mir so richtig so eine Lektion, so einen Schlag gegeben. Ich habe auch Sachen gebabbelt, das hat gar keinen Sinn ergeben. Die Spinnen sind da, die Spinnenbeine tanzen auf meinen Augen. Und seitdem war so, ey. Ja, ich hab früher auch immer so Scheiße erzählt wie, ja, Kiffen ist da in Ordnung und ist geil und besser als saufen, kiff lieber, bevor du säufst oder so. Ich würde sagen, lass beides weg. Ja. Lass einfach weg. Weißt du, so wegen Legalisierung und so, jeder hat so seine Meinung. Ich will einfach nur, dass nichts mehr vermischt wird. Weil die Sache, der Grund, warum ich damals so abgekackt bin, war ja, weil der Typ, der das gedealt hat, anscheinend mit derselben Zange, mit ein und derselben Zange sowohl chemisches als auch haschischmäßiges verpackt hat. Und da sind anscheinend Überreste geblieben, weißt du, oder das eine wurde vermischt mit dem anderen und da habe ich halt auf einmal einen Cocktail geraucht. Das wäre das Ding. Krass. Ich habe den auch einmal wieder gesehen in einem Dorffest danach, 3 Monate später. Hast du ihn angesprochen? Ich habe den zur Seite gezogen. Ich so, Digga, du hast mich fast ruiniert. Weißt du das? Und da habe ich gecheckt, der ist selber gar nicht mehr so drauf. Also gar nicht mehr so sauber im Kopf. Ja, scheiße. Ich so, weißt du was? Du kannst die Kohle eingesteckt. Geh, Digga. Viel Glück fürs Leben. Lass mich in Ruhe. Also schreib auch nicht mehr Angebote oder so. Das schreiben die Leute ja auch auf WhatsApp. Happy Friday, Angebot der Woche. Ist so? Ist das heute so? Das ist manchmal so creepy. Als ich gekifft habe, gab es ja noch kein WhatsApp und keine Handys und kein Internet. Nee, aber so Angebot der Woche, schlag zu, Leute, kommt vorbei. Was hat man denn gesagt? Ich hätte gern Kilo Hack oder irgendwas, war dann die Beschreibung für ein Gramm oder irgendwie sowas. Oder Herr Otto ist zu Besuch. Ja? Ja. Die Polizei hört mit, lacht sich tot, komm, da fahren wir hin. Herr Otto ist zu Besuch. Ja, Herr Otto, come on, Alter, warum schreibst du mir aus dem Nix um 3 Uhr nachts an einem Freitag? Der Otto ist da, das macht gar keinen Sinn. Und auch so ein Brokkoli-Emoji, so richtig auffällig. Und dann noch Brokkoli wundern. Brokkoli ist das Zeichen für Hasch? Ja, war mal eine Zeit lang. Und dann noch wundern, warum jetzt die Bullen auf einmal vor der Tür stehen. Jo, also. Herr Otto ist da, selbstverständlich. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen mit 6 Personen rein. Aber ich bin froh, dass nimmst du Drogen? Also trinkst du Alkohol oder so? Nee, nicht. Also sagen wir so, es gab auch eine kurze Zeit in meinem Leben, bei der ich so dieses Feiern und Alkohol trinken und keine Ahnung, alles so viel zu sehr genossen habe. Und mittlerweile bin ich aktiv dabei, auch mit den richtigen Freundinnen und Freunden an meiner Seite das ein bisschen runterzuschrauben. Weil ich bin zwar ein Pubi, aber ich habe auch eine kranke Story, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht nur darum, dass ich halt leider nur total Scheiße gebaut habe, wenn es um Selfcare geht. Also ich hab gedacht, du bist jung und hast keine Zeit, jetzt irgendwelche Schicksalsschläge zu betrauern. Jetzt geh auf eine Party, gib dir die Kante, sei die Lustige, sonst sind die Leute enttäuscht von dir. Ah, krass. Und das ist nicht gut. Ja. Das weiß ja jeder. Ja. Und dann hast du halt auch die falschen Leute kennengelernt. Und ich glaube, es gab mal so eine Veranstaltung, bei der ich gecheckt habe, dass ich den Kreis wechseln muss, beziehungsweise den Kreis aufräumen muss. Und zwar wurde mir da einfach Koks hingehalten vors Gesicht. Und ich war so, Pascha, das ist das, was du nie wolltest. Geh. Ich habe leider sehr viele Leute verloren durch Drogen. Ich habe sehr viele Freunde verloren, die einfach sich selbst verloren haben. Schon mit 18, 19, Freundschaften von über 7, 8 Jahren. Mittlerweile ist es so, wir sind halt, also wenn ich jetzt so, klar, ich bin ein Teil von Gen Z, aber ich kann jetzt nicht so verallgemeinern sprechen und so, ich bin keine Expertin. Ich kann nur sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe die letzten Jahre im Dorf oder in Frankfurt, weißt du,
Und wenn es darum geht, aufeinander zu achten, sehr schlimm, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es zu deinen Zeiten war, aber auch Thema Freundschaft und so, was ich so persönlich erlebe. Und ich bin in vielen Kreisen unterwegs, in vielen Städten Deutschlands. Aber es ist wirklich nur noch dieses, ja, wir reden über Mental Health, aber ich muss auch an mich denken. Deswegen, wenn du jetzt ein Problem hast, ein Suchtproblem, dann sorry, ich muss erstmal an mich denken. Und ich war ja selber ein Teil davon. Ich habe mich ja auch distanziert von Leuten mit Suchtproblemen, weil ich mit mir auch dachte, ich habe mein eigenes Ding. Das finde ich aber nicht schlimm, dass man sich da distanziert oder auch, dass man sagt, das ist mir zu krass, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Weißt du, was ich gemacht habe? Das ist nicht, ich finde es nicht schlimm. So. Ich habe damals anders gehandelt, als ich gemerkt habe, dass es auch nicht richtig ist, sich zu verpissen. Ich habe eine Freundin von mir bei ihrer Mutter verpetzt. Das war halt so ein bisschen schwierig, weil dann die Freundschaft kaputt ging, aber heute geht's ihr super. Ja, das ist geil. Wir haben keinen Kontakt, aber heute geht's ihr toll. Mhm. Die Mutter hat vor mir wirklich bitterlich geweint und ich habe mich sehr scheiße gefühlt. Mhm. Aber ich habe der Mutter gesagt, ey, hör mal, deine Tochter hat echt harte Probleme mit Drogen. Mhm. Seit wann? Seit 2 Jahren. Warum sagt mir das keiner? Ja, weil du das nicht checkst und nicht siehst. Und ich will selber mal Mutter werden und ich würde mir auch wünschen, dass jemand das so sagen würde. Ich habe sie halt wirklich krank verloren danach, aber... Ich sehe heute, dass sie lebt und glücklich ist und nicht irgendwie. Vielleicht wäre es richtig krass geworden. Oder und weiß, was Spaghetti ist. Also, das ist ja ein bisschen. Also aber krass, wie reflektiert du bist in deinem Alter. Also, ich habe in deinem Alter war ich nonstop besoffen oder habe eben gesagt: Ja, ist mir egal, kümmere ich mich morgen drum oder so. Echt? Also, die große Einsicht kam dann mit dem ersten Kind. So, dass ich gemerkt habe: Also, da ist ein kleines Kind, hier ist ein Joint, der liegt hier rum. Wollen wir das mal ändern, weißt du? Und dann dachte ich, okay, ich höre mit dem Kiffen auf. Ja. Dann kam so die große Reflexionszeit, wo ich dachte, diesem in Anführungszeichen Problemchen werde ich mich mal jetzt widmen und ja. Ich glaube, jeder hat irgendwie so anderweitig so einen bestimmten Moment im Leben, ne? Mhm. Also mein Moment kam ja schon mit 6 habe ich gecheckt, du musst irgendwie ein bisschen schneller erwachsen werden einfach, weil ja, das wird jetzt hier Mimimi und so, aber ich meine, ich spreche da oft darüber, aber nee, ich nehme ja auch so. In meiner Comedy. Also meiner ist jetzt nur die Frage, ob du darüber sprechen möchtest, oder? In meiner Comedy nehme ich es ja auch mit, Thema Vaterkomplex. Mhm. Das ist ja, also, ich bin ja ein Papakind ohne Vater, das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Aber ich bin ultra abhängig von der Vaterfigur, die ich einfach nicht habe. Mhm. Und mit 4 haben sich die Eltern scheiden lassen und bis heute kämpfe ich einfach damit, dass der Vater nicht da ist. Mhm. Also, der wollte da sein, aber der hat meiner Familie so viel Unrecht angetan, sodass ich mit 12 eigenständig entschieden habe, ohne Einfluss von irgendjemandem aus der Familie, habe ich mein Handy genommen und gesagt, Papa, bis auf Nimmerwiedersehen. Hat der sich verpisst dann, als du 4 warst, oder? Nee, der hat sich nicht verpisst, wir hatten Kontakt, aber er war halt einfach, in dieser Welt ist er meiner Meinung nach nicht dazu bestimmt, ein Vater zu sein. Mhm. Und das ist ein Thema, womit ich immer noch zu kämpfen habe, weil ich mir denke, warum ist es jetzt unbedingt mein Vater? Mhm. Weißt du? Und da habe ich auch noch ein bisschen dieses egoistische Denken, dass ich mir denke, warum nicht der Vater von jemand anderen? Mhm. Weil mein Vater ist... Ja, das habe ich, aber ich habe auch gedacht damals, also ich habe mir gewünscht, dass ich vielleicht doch adoptiert bin. Weißt du? Dass das gar nicht meine Eltern sind, die mich da großziehen, sondern dass ich irgendwo in Amerika ganz reiche Eltern habe, die mich jetzt anrufen bald und sagen, komm doch wieder zu uns. Weil du so unglücklich warst? Ja, klar. Also jeder war ja unglücklich irgendwie. Klar. Also das war jetzt bei mir, die Kindheit war eigentlich ganz lustig, aber ging dann auch bis zur Scheidung, als ich 13 war. Da ging es dann, da ging's dann kaputt. Mit 13, ich musste ja, mein Bruder war voll 13. In der Pubertät, als ich, ja. Völlig wirr. Ja, und ich habe es bei meinem Bruder gesehen, ich kann mir denken, wie es dir ging. Ja. Also das hat ja total was zerstört. Mhm. Bis heute bei meinem Bruder, mein Bruder kann keinen Streit hören. Mhm. Und er ist 8 Jahre älter als ich, der ist jetzt 31 mittlerweile. Aber es hat einfach, ich habe dann mit 12 gerafft, solange ich Kontakt habe mit diesem Mann, wird meine Familie nie Ruhe haben. Und dann musste ich halt, da war dieser Moment, dieses Erwachsenwerden ganz schnell. Und dann die Mama war immer alleinerziehend, ich habe meine Mutter kaum gesehen. Fast gar nicht. Und deswegen war ich ja auch immer so sauer und war so hasserfüllt, auch als Kind. Also ich war richtig hasserfüllt. Ich war so sauer auf alles und auf jeden. Ich war sauer auf Merkel.
Ja. Ich habe Merkel verflucht als das Kind. Das war auch nicht alles gut, was Merkel gemacht hat. Da kann man auch ich habe mit 11 einen Brief geschrieben an Helmut die CDU. Olaf Scholz jetzt auf, den kann man, also man kann durchgehend sauer sein. Ich war einfach, ich wollte in die Politik und was für alleinerziehende Mütter tun, unbedingt. Weil ich war so, ey, ich hasse euch alle, ich sehe meine Mutter kaum. Du bist nur etwas, wenn du Hollister trägst und Hollister können wir uns ja leisten. Oder, ach, das war ganz schlimm. Es war ganz, und da habe ich gecheckt gehabt, du musst ganz schnell auf die Beine. Ganz, ganz schnell. Und dann Politik, dann Stipendium gehabt, dann ich habe gelernt, wie man eine Führungspersönlichkeit wird, wie man das, boah, wie man was jenes. Was hast du alles schon gemacht? Alles. Ich habe deswegen fühle ich mich auch manchmal nicht. Ich fühle mich manchmal nicht wie 25 und dann verstehen die Leute das so falsch und sagen, oh, die will überreif sein. Ich bin überhaupt nicht reif im Kopf. Ja, fick dich, komm. Also ich habe immer noch weiter, mein Kind in mir, aber ich habe wirklich viele Kapitel durchgespielt. Und das, was ich gerade mache, ist auch wieder ein Kapitel. Und was ist das nächste Kapitel, weiß ich nicht. Nee, bleib mal bei ja, dem, ich bleib was du mal jetzt da. Ich bleib mal da. Ich bin happy. Aber diese Politik-Sache. Geh nicht in die Politik. In der Politik kannst du nicht lustig sein. Null. Dann sagen alle, die ist ja, also die ist nicht komisch, sondern die ist seltsam. Was ich auf meiner Tour auch erzählt habe, weil ich verbinde ja gerne so, wenn ich Tour spiele, ich habe aufgehört, mir so einzureden, dass ich diese schlagfertige Comedian sein muss. Ich habe so meine eigene Art und Weise gefunden, aber es hat auch gedauert ein bisschen, weißt du? Ich nehme meine Themen mit auf die Bühne und mache daraus eine Therapie, aber kompensiere das direkt mit Humor. Also ist ja auch immer retraumatisierend. Wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, weißt du noch, am Tisch nach Frankfurt. Vielleicht. Ja, weil ich das auch, ich habe das ja auch auf der Bühne, habe ich über meine Impotenz geredet und über Depression und so und habe gemerkt, das hatte mit diesem Depressionsouting zu tun, auch mit Thorsten Sträter, dass ich so dachte, Mann, du hast so geile Nummern im Programm und das Geile über bei dieser Depressionsnummer bei dir ist, ein Depressiver, also ein Nicht-Depressiver kann darüber lachen, weil es lustig ist und ein Depressiver kann auch lachen, weil es ehrlich ist, also weil es echt ist, weil es real ist, aber auch lustig verpackt. So. Wegen dieser Gerichtssache habe ich erzählt gehabt, dass meine Mutter jeden Tag gearbeitet hat, jeden Tag, und sie hat mir erst mit 19 oder so erzählt gehabt, dass der Vater niemals Unterhalt bezahlt hat und so ein bisschen Papa Staat verarscht hat. Oh, ich hasse so eine Männer. Ich hasse diese Scheiße. Genau. Und dann ist ja Düsseldorfer Tabelle. Also du musst ja dementsprechend zahlen, was du verdienst. Also. Und er hat es irgendwie geschafft, das so zu dribbeln, dass er einfach gar nicht zahlt aus Rache, weil er nie diese Scheidung wollte. Du kannst, also es soll jetzt kein Aufruf sein, weil du kannst den Unterhalt, die Zahlung auslassen. Es dauert ewig, bis die Frau das einklagt. Oder einklagen kann. Also diese Gerichtsverfahren, das Anwaltsverfahren, das kann Jahre dauern. Ja, genau, das Krasse ist. Viele Frauen sagen halt von sich aus, weil sie mit Recht sagen, ich bin mir zu stolz für so eine Scheiße, fick dich einfach und behalt dein Geld. So, das höre ich immer wieder. Meine Mom hat tatsächlich mir dann auch die Wahrheit erzählt, warum wir nie vor Gericht gegangen sind. Und deswegen ist diese Frau so mit Abstand so mein größtes Vorbild. Also wirklich, für mich ist sie, also man kann gar nicht in Worte fassen, was für einen Respekt ich vor ihr habe, weil ich weiß, wie hart sie gearbeitet hat mit 2 Kindern, einer Wohnung, ein Auto, steigende Kosten überall, Lebensmittel, das. Wirklich, ich habe sie nie gesehen. Sie hat bis zur Ohnmacht immer gearbeitet damals, bevor sie selbstständig geworden ist. Und da habe ich gefragt, Mom, wieso sind wir nicht vor Gericht? Habe ich irgendwann mit 19, 20 gefragt. Und hat sie geantwortet, ich wollte nie, dass du als Papakind vor Gericht gegen deinen Vater aussagst. Weil ich wusste, und als sie mir es erzählt hat, ich habe eine Woche lang jeden Tag geweint. Und ich habe mich so ultra geschämt für all die Jahre, bei der ich ihr als Kind gesagt habe, ich hasse dich, weil du warst bei A nicht dabei. Du bist nie bei meinen Schulaufführungen dabei. Ich bin 2-mal zu meinem eigenen Elternabend gegangen. Wo warst du da? Wo warst du wie da? Wie alt warst du da, als du ihr das gesagt hast? Ich war 19. 19, okay. Aber sie hat es mir erst erzählt, als ich sie gefragt habe. Weil sie hat gesagt, ich wollte dir das alles nie erzählen, dass es die Möglichkeit gab. Weil wer will, dass seine Tochter, also ich wollte dir das nicht antun, dass du mit 6 Jahren da stehst und sagst, ja, der arbeitet eigentlich, der verarscht euch alle, der arbeitet die ganze Zeit in einem Teppichladen und tut so, als könnte er nicht arbeiten, aber der verdient Geld, aber halt auf die Hand. Weil das wollte die Familienanwältin immer von meiner Mutter. Und meine Mutter war so, nein, sie soll nicht gegen ihren Helden aussagen. Und ich war so. Krass, was für eine tolle Frau. Was für eine tolle Frau. Oh, ja, das ist so bei Kindern, ich habe auch bei meinen Kindern, denke ich so, oh, werdet ihr denn mit 30 oder wenn ihr selber Kinder habt, irgendwann das kapieren, was wir hier machen, also was ich gemacht habe, wie oft ich
im Bett lag und die weint habe und dachte, weißt du, was Kinder oft vergessen? Dass ihr das auch alles zum ersten Mal macht. Ja, klar. Du warst ja auch mal das erste Mal Papa. Ich bin immer gut. Also ich bin jetzt, also ich würde sagen, ich bin ein guter Vater, aber ich bin jetzt nicht perfekt. Also man macht oft auch als alleinerziehender Vater natürlich oft, also du kannst nicht perfekt sein. Nee. Ich hatte einmal Elternabend für zwei Kinder an einem Tag zur gleichen Uhrzeit an zwei verschiedenen Schulen. Wo ich dachte, ja, okay, also jetzt hast du nochmal schwarz auf weiß. Du kannst jetzt nicht in zwei Bezirken gleichzeitig sein. Du musst jetzt gucken, wer hat es jetzt nötiger? Also wo ist es jetzt nötiger, sich Informationen einzuholen, A oder B? Und dann kommt man nach Hause und kriegt den Vorwurf halt, du warst nicht auf meinem Elternabend. Ja. Weißt du? Ja. Und dann sagt, das ging ja auch nicht. Ich habe mich so entschuldigt für alles, was ich gesagt habe. Weil ich habe ihr auch nur das Herz gebrochen. Mhm. Aber sie ist dann trotzdem morgens aufgestanden, hat trotzdem alles für mich gemacht. Mhm. So Pausenbrot. Ich total bockig, nervig. Also ich würde mir schon gerne Schelle geben. Also wenn ich könnte, würde ich gerne so in die Vergangenheit zurückreisen und sagen, ey hör mal, du weißt gar nicht, was abgeht und sie macht ihren Job als alleinerziehende Mutter auch gerade zum ersten Mal. Mhm. Aber das raffst, das ist so krass. Biete deiner Mutter an, dass sie dir einfach jetzt mal einer reinhauen darf. Wann sie will, zu einem Mama, Tag. Mama, wenn du das hörst. Hau mir eine rein. Nein, ich möchte ihr die Welt schenken. Aber es ist schön, dass du ihr das gesagt hast, dass du das verstanden hast, weil so sind Eltern halt drauf. Also wir investieren in irgendwas und wir wissen nicht, wann kommt die große Ausschüttung. Weißt du, wann steigt die Aktie durch die Decke? So, das wissen wir nicht. Und wenn du das dann deiner Mutter sagst, dann ist Happy End. Wir ziehen auch wieder bald zusammen. Also ich bin ja ausgezogen, weil ich wollte du weißt. Jetzt im hohen Alter, packt ihr euch zusammen oder was? Nee, ich wollte ausziehen. Also ich weiß, ich hatte halt einfach diese Phase seit dem 16. Lebensjahr, schnell auf eigene Beine, schnell das, schnell das. Und dann war ich auf einmal in dieser Wohnung und dachte mir so, jo, jetzt ist die Einsamkeit da, es bockt ja gar nicht, ne? Mhm. Und dann hat sie es gecheckt, aber sie hat es nie gesagt. Ich habe jetzt original vielleicht nur ein Jahr alleine gelebt. Damals als Studentin, als ich noch studiert habe, ich habe damals Politikwissenschaft studiert in Mainz und Publizistik, abgebrochen erfolgreich, da habe ich auch allein gelebt, da war es ein bisschen geiler. Aber jetzt, es kickt ja normal die Einsamkeit. Ich bin nicht ready dafür. Und ich bin auch mittlerweile, ich habe keine Angst mehr, das zu sagen. Ja, ist doch geil. Ich habe Angst vorm Alleine sein. Ja. Und ich schaff's nicht. Ja. Und ich muss auch nicht in allem gut sein. Also ich habe endlich das, ich kann mit einem Lächeln das endlich so raushauen. Weißt du, was geil ist? Ich will nicht alleine sein. Bei mir ist, meine Mutter wohnt ja auch bei mir im Haus. Und es ist halt lustig, wenn du Leuten sagst, du wohnst da bei der Mutter. Ja. Weißt du? Du musst ja nicht sagen, dass du schon mal allein gewohnt hast und wieder hingezogen bist oder zusammengezogen bist. Ich finde das lustig. Ich finde es auch Hammer. Weißt du? Sie hat dann ihren eigenen Bereich und ich habe oben meinen eigenen Bereich. Aber es ist doch einfach geil. Also ich finde, das ist gerade das Beste, was ich nach lange mal wieder mache. Und lässt du denn auch wieder waschen und kochen? Oder, safe. Aber nee, sie hat selber angeboten gehabt. Ich weiß, du bist so oft unterwegs und so. Aber du musst hier einmal zumindest sagen, musst du nicht machen. Habe ich gesagt. Ja? Sie war so, okay. Ich will. Sie war selber so, ich will, ich bin ready. Ich will wieder Mama sein. Geil. Als wenn wir die gleiche Mutter haben. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Pubiboss 1 und Pubiboss 2. Pubiboss 1. Kurt, ich will es nicht vergessen. Ich habe dir wirklich was sehr Besonderes mitgebracht als Geschenk. Du, jetzt, weil die jetzt schon die ganze Zeit winken, ja, wir machen das jetzt im Deluxe-Teil. Okay, im Deluxe-Teil. Und dann reden wir noch ein bisschen weiter. Okay. War auf jeden Fall toll, dass du da warst. Ich finde es auch toll. Dankeschön. Jetzt, wir sind mit Pupi eingestiegen und so. Du bist viel erwachsener als Icke. Nein. Eigentlich bin ich der Pupi. Ich will, nee. Weil du bist so reflektiert, weil mit 25, da bin ich mit Christkugeln und Weihnachtsbaum hier ran und war so naiv und dachte, das wird schon. Ich will manchmal auch. Irgendeine Macht da oben, die wird meine Ausbildung schon finden, die ich dann anfange und abbreche. Das ist ein Kompliment, aber ich habe immer Angst, dass man immer von außen dann denkt, oh, so eine Überreife. Ich will es doch, ich musste irgendwann einfach. Dass eine Auge macht oder was, die das nicht gönnt oder was? Das auch, aber jemand, der sagt, oh, sie will so sein, sie macht so. Ach, leck doch, die können sich am Arsch lecken. Das ja. Nicht auf andere Leute hören. Ja, das ist eine Sache, die ich noch lernen muss. Du wirst sicherlich Freunde haben, wo du weißt, die haben Herz, die lieben mich. Hm. Und wenn die sagen, Pascha, du baust Scheiße, dann haben die recht. Wenn die dich kritisieren, so, wenn es richtig Mutter. Freunde sind, die Mutter auch. Ja, weißt du? Aber sehr deine große Mutter Ehre wird von zu dir nicht sagen, ja, sie will thank voll you, sein. Thank you very much. Dankeschön. You're welcome, Paschat. Danke. International, ist ein schönes internationales Ende. Paschat bei Feelings. Dankeschön. Dankeschön. Grüß mir Frankfurt, Offenbach. Grüße gehen raus. Voila, war perfekt. Voila, ich schwöre, wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe exklusiv bei Jetzt kommt's wieder. Paschat, hau Amazon. Mir eine rein, wenn es nicht klappt. Sag du das, genau. Feelings Deluxe X. Oh.
Felix Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.